Der hatte wirklich alles getan, um den Aufmarsch der Neonazis in Dortmund zu verbieten. Doch das Bundesverfassungsgericht hat die Demo, mal wieder, muss man sagen, in letzter Minute doch noch erlaubt. Daraufhin kündigte der Polizeipräsident den größten Polizeieinsatz an, den es in der Geschichte Dortmunds je gegeben hat. Und der war heute auch bitter nötig, denn einige anfangs friedliche Proteste, die eskalierten schnell. Am frühen Mittag kippt in der Innenstadt die Stimmung. Autonome Linke versuchen, ein Großaufgebot der Polizei zu durchbrechen. Sie werfen Feuerwerkskörper auf die Beamten, Steine fliegen, Polizeiwagen werden demoliert. Der Dortmunder Grünen-Politiker Mario Krüger versucht, die Gewalttäter noch zu beruhigen und wird selber Opfer. Eigentlich sollte das der Auftakt für ein friedliches Fest gegen rechts werden. Was nicht gesucht wird, ist die Auseinandersetzung der Rechten. Es wird gesucht, die Auseinandersetzung mit der Polizei. Das ist genau in die andere Richtung gegangen, als es eigentlich sollte heute, zumindest hier an dieser Stelle in Dortmund, oder? Das ist bedauerlich, sage ich mal, dass auf diese Art und Weise Dortmund sich nach außen präsentiert. Ich hätte mir gewünscht, anders zu agieren, als wie das hier gemacht wird. Stundenlang ziehen die Autonomen in kleinen Gruppen durch die Stadt. Da, wo die Polizei sie stellen kann, greifen die Beamten konsequent durch. Da, wo die Autonomen ungestört sind, sieht es hinterher so aus. Wir waren so ein bisschen wie alleingelassen hier. So. Und dann dachte man ja eigentlich, das sind die Guten. Und die Guten entpuppen sich auch irgendwie als die Schlechten. Zumindest nicht als brav. Ja, und irgendwie toben sich dann hier aus. In dieser Situation machtlos erstmal. Ich kann es nicht verstehen, was das sollte. Gewaltbereitschaft zeigt mir eigentlich Dummheit. Ne? Vor allem wir Geschäftsleute sind ja jetzt auch betroffen hier, weil wir müssen ja aufpassen, unsere Geschäfte selber schützen, und das kann es nicht sein. Ziel der zerstörungswütigen Linken, diese Neonazi-Kundgebung im Dortmunder Norden. 700 Rechtsextreme aus ganz Deutschland sind angereist, hermetisch abgeriegelt von der Polizei. Demos, um noch schlimmere Ausschreitungen zu verhindern, links- und rechtsradikale Gruppen den ganzen Tag über voneinander trennen. Wir hoffen, dass uns das gelingt. Der Polizeipräsident hat ja gesagt, er erhofft eine friedliche und demokratische Versammlung in allen Bereichen und in ganz Dortmund. Das ist bisher leider nicht eingetreten, weil wir ja die Steinwürfe hatten. Aber wir hoffen, dass diese beiden Gruppen nicht aufeinandertreffen. Wie viele verletzte Polizisten und Demonstranten es bis jetzt gibt, kann die Polizei noch nicht sagen. Auch zum Sachschaden gibt es noch keine Zahlen. Ja, viel.